So, wir sind soweit. Jetzt geht's los. Wir stehen in Blaustein und fahren jetzt zum Blautopf. Nach Blaubeuren. Jawohl, und das alles mit dem Fahrrad. Und wenn ihr Lust habt auf eine Fahrradtour, dann kommt einfach mit. Mhm. So machen wir es, ja. Die Rennerin ist wieder am Werk. Aber vorher wird noch fotografiert und dann wird gerettet. Ja, da wäre ich jetzt sogar fast selber mit dem Fahrrad drüber gefahren und das wollen wir nicht. Also setze ich sie jetzt etwas ins Gras. 2 Punkte für die Ossi. Mal sehen, ob wir heute noch ankommen. Es hat geregnet und es sind viele Schnecken unterwegs. Ja, also wenn die mitten auf der Fahrbahn sind, kann man sie doch nicht einfach hier so kriechen lassen. Das geht nicht. Das dauert viel zu lang. Und so viele Radler, wie nämlich hier unterwegs sind, und wenn man die jetzt auf Seite sieht, da kommen schon wieder welche, dann machen wir die gleich in Sicherheit. Hallo. Hallo. So. Und in das sichere Gras. Ursi, du bist ein guter Mensch. Ja, ich liebe Tiere, solange sie nicht bei mir im Haus rumkriechen oder mir übers Gesicht, ist alles okay. So, das ist der Wohnmobilstellplatz in Blaubeuren. Der kostet 12 Euro in der Nacht. Da sieht man, da sind so kleine Boller eingebaut. Ich zeige es euch gleich. Da kann man dann feststellen, ob belegt ist und wie lang belegt ist. Das sind die Boller. Hier. Da ist die Entsorgung, die ist recht gut, da haben wir auch schon entsorgt, zahlt man einfach seine Gebühr, dann geht das Gitter auf, also sind soweit einmal frei,
Und die Sparfüchse bleiben außen stehen. Also hier stehen überall Wohnmobile rum. Das sind dann die Sparfüchse. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man dann da in der Nachbarschaft übernachtet. Wenn man die Gebühren sich sparen will, dann kann man nach Blaustein fahren. Gell, Ossi? So haben wir es gemacht. Jawohl, wir sind ja auch Sparfüchse. Nee, aber in Blaustein, da steht man schöner, finde ich einfach. Ah ja, deutlich schöner. Und ja. Vor allem hier hat man schön Platz, ist schön ruhig. Ja. Ja. Und die Entsorgung hier, die muss man ja auch noch extra bezahlen. Ja. So, und die Ossi ist schon wieder am Blautopf vorbeigefahren. Ja. Also die Blau ist nicht blau. Nein, heute ist sie ziemlich grün. Der Blautopf ist der Grüntopf heute. Ja, vermutlich durch den vielen Regen. Aber das, der Blautopf, das ist die zweitgrößte Wasserquelle in Deutschland. Du hast gesagt Karstquelle. Ja, in Deutschland. Und die fließt bei Ulm oder sogar im Stadtgebiet von Ulm in die Donau. Mhm. Also ist eine ganz schöne große, da blubbert es ganz schön. Und dass die so grün ist, ich denke, das hängt damit zusammen, weil so viel Regen in der Gegend war. Mhm. Die Blau läuft auch noch streckenweise über, das hat man ja gerade, glaube ich, gesehen beim Radfahren. Und da sind so viele Sedimente im Wasser, würde ich sagen. Sagt einfach mal der Experte in mir, der nichts weiß. Genau. Wir wissen es nicht genau, aber wir behaupten es einfach mal. Ja. Nichts wissen und erklären ist immer so das Beste. Eben genau. Aber es blubbert schon ganz schön stark. Ja, ja, ist ähnliches an Wasser da. Aber was wir mit Sicherheit sagen können, das ist, in 10 Meter Wassertiefe ungefähr ist ein großer Eingang für ein Höhlensystem, das noch nicht erforscht ist. Ja, nur bis zu einer gewissen Länge ist es erforscht. Ja. Und zwar von einem Taucher, der hier beim Tauchgang querschnittsgelähmt wurde. Ja. Und dann mit einem U-Boot runter ist. Ich weiß nicht, ob der Mann noch lebt. Ich habe ein Buch von ihm daheim. Wenn ich wusste, dass ich im Laufe des Urlaubs hierher komme, dann hätte ich das vorher nachgelesen. Okay, jetzt machen wir es halt einfach aus dem Gedächtnis raus. Was wir wissen, das wissen wir. Und ansonsten? Ja. Also die Höhle ist auf jeden Fall noch sehr, die wird immer noch erforscht, weil die ist riesengroß und hat extrem viele Seitenarme. Und ja, wir haben ja schon mal einen Film drüber gemacht, über die Donauversinkung. Und das ist praktisch auch das Höhlensystem, was da auch ein Stück weit dazugehört. Auch wenn es etwas, das ist das westliche Ende von diesem Donaugebirge, was da unterirdisch ist, oder dieses Donauhöhlensystem. Aha, ja? Okay. Wir sind ja jetzt westlich, also bei Ulm, und die Donauversinkung ist bei Immendingen. Und es ist alles nur das gleiche Höhlensystem. Also muss ein Wahnsinns-Höhlensystem sein, von dem man sagt, dass es noch Generationen dauert, bis das erforscht wird. Na ja. Da kann man die Dimensionen ermessen. Ja. Das weiß ich. Okay. Aber jetzt laufen wir noch ein bisschen drumherum, oder? Ja, genau.
Mal schauen, was jetzt was wahr ist. Ob man was dann nicht anfangen kann, ja. Ja. Spannend. Und der See lohnt sich zum Herfahren. Ein Ausflug ist auf jeden Fall wert, ja. Warum nicht? Die ganze Gegend ist schön. Ja, ja, klar. Und auch schöne Radwege. Mhm. Auch wenn Google Maps uns ein bisschen in die Irre führen wollte, hast du ja mitgekriegt, ne? Ja, ja, das ist halt immer so, wenn der helle Stur nach seinem Google Maps fährt. Aber zum Glück hat er mich und ich kann Wegweiser lesen. Aber ich wäre eh nicht auf die Bundesstraße gefahren. Schwerlastverkehr. Google Maps gesagt, fahr da hin. Du bist ja am schnellsten da. Und ich habe eben schon die ganze Zeit gesagt, da müssen wir abbiegen, aber mir vertraut er halt nicht. Doch, doch. In der Regel schon. Nur manchmal nicht. Ja, meistens. Also jetzt sind wir hier am Wohnmobilstellplatz in Blaubeuren. Mhm, genau. Und dazu ist zu sagen, der kostet 12 Euro ohne Strom und 15 Euro mit Strom. Wie stark die Stromleitung abgesichert ist, weiß ich nicht. Ob man die Heizung damit betreiben kann im Winter, das weiß ich nicht. 3 Euro die Strom, das ist eigentlich ganz okay. Einen Kühlschrank kann man auf jeden Fall anschließen. Und die Entsorgung ist mit inklusive für diejenigen, die da stehen. Mhm. Wir stehen nicht hier und zwar aus einem ganz wichtigen Grund, weil wir erstens einen schöneren, ruhigeren Platz gefunden haben und weil wir hier WLAN ausprobiert haben und es funktioniert nicht. Wir wollten einen Film hochladen und haben das 30 Minuten lang probiert. Ladevorgang war 0% nach 30 Minuten und haben wir gesagt, dann können wir weiterfahren. Ja, und dann sind wir nach Blaustein gefahren, da stehen wir jetzt ruhiger und ich sage auch mal schöner. Ja. Ja. Schöner. Und zum Entsorgen sind wir hierher gefahren. Halt. Ja. Aber da muss man dann 1 Euro bezahlen für die Toilettenentsorgung. Ja, und das ist ja vollkommen in Ordnung. Absolut. Und Wasser habe ich auch gedacht, da habe ich auch 1 Euro bezahlt. Das zahlt man dann, das ist ja ganz okay. Überhaupt finde ich super, dass der Service angeboten wird. Ja. Und wer da steht, der kriegt eine Karte und der kann dann ins Müllhäuschen rein und kann auch seine Toilette umsonst entsorgen. Ja. Und Frischwasser tanken, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht das auch noch. Nee. Nee, das nicht. Also die Rossi sagt nein. Nein, es stand nur Müll und Toilette. Okay, also nehmen wir das so hin. Ja. Ja, und wir fahren jetzt wieder zurück zu unserem Plätzle. Genau. Thank you.
So, also das war jetzt unser spontaner Ausflug nach Blaubeuren. Und ihr wisst ja, Fahrradfahrer macht natürlich sehr hungrig. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir jetzt noch was kochen. Vielmehr wir ist übertrieben. Ihr wisst ja, bei uns kocht der Helle. Und jetzt wollen wir mal schauen, was er eigentlich so Leckeres macht. Und Helle, was kochst du uns heute? Eine Gemüsepfanne. Ah, lecker, zeig mal. Und das sieht nicht mal so schlecht aus. Mmh. Okay, also während der Helle jetzt kocht, verabschieden wir uns jetzt einfach, oder? Ja. Gell? Also das war ein wirklich spontaner Ausflug, der eigentlich auch zu empfehlen ist. Das kann man eigentlich wunderbar machen. Man kann hier auch noch andere Strecken radeln. Also das ist der Donauradweg, der ist wunderbar. Der führt hier dran vorbei an Blaustein. Also man kann hier tagelang stehen. Zum Entsorgen fährt man nach Blaubeuren. Wunderbar hier. Und also und ja. Wir haben die Zeit hier genossen, oder? Also das ist ein offizieller Stellplatz. Also nicht nur ein Parkplatz, sondern das ist ein offizieller Stellplatz. Ja. Und und? Wir haben es genossen und können wir nur weiterempfehlen. Natürlich steht man in Blaubeuren auch schön, das ist überhaupt keine Frage. Klar. Da kann man dann auch zu Fuß zum Blautopf gehen. Ja? Also das muss jeder selber wissen. Wir wollten halt Zeit vorstellen. Ja, genau. Gehen wir sie? Ja, eben. Und jetzt stören wir der Helle weiter beim Kochen, dass das noch alles anbrennt. Ja, genau. Ja, und deshalb machen wir jetzt Schluss. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Mhm. Und während wir uns jetzt dann das Essen schmecken lassen, könnt ihr uns ja nur einen Daumen hoch geben, ja, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es auch machen. Ja, oder ihr lasst es bleiben. Also in dem Sinne. Also macht's gut, gell? Und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.